Mach mal. Alles klar. Mach auf. Eine Waffe in der Luft, alles klar. Da ist sie. Die Ibunike. Sieht hinüber aus? Das Innenleben ist noch schlimmer. Gehen wir. Das gibt ja Hoffnung. Wir könnten Selbstmord machen, dann könnte es sein, dass die anderen alarmiert werden, ne? Naja, komm. No risk, no fun. Sehr schön. Kein Alarm. So soll es sein. Kisten. Ja, hier gibt es Kisten. Sehr schön. Ja, wir haben schon wieder zu viel dabei, ne? Oh, Rucksack. Die Waffen soll das teilweise auch vielleicht... Nein, die nicht. Die kannst du. Die kannst du. Also dann bum bum bum. So, die kannst du. Die kannst du. Die kannst du. So, die kann weg. Die kann weg. Die sowieso. Okay. Crash. Overtür, die lassen wir. Die kann weg. Was hatten die für einen Schaden? 325. Okay. Aufheben. Okay. Falls eine Wache kommt, man weiß es nie. Leg die nochmal hin. Da könnte schon was aufheben bei dem. So, weg. Sehr schön. Sehr kompliziert, wie er uns schickt. Okay, war auch noch eine Kiste gewesen. So, komm. Doppelsprung. Jawohl. Schwer zu glauben, dass er sich hier verkriecht. Dachtest du, Smasher stellt willkommen. Durchsuchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny rächen? Das auch. Okay. Suche auch nach Smasher. Ist das ein Unterschlupf hier oder was? Läuft einer. So kann man sich natürlich auch einrichten, ne? Oh, noch ein Netrunner, ne? Mist. Damit finden wir vielleicht Smasher. Oh, komm, ich will meine. So geh nur wir! Zeig mir ein bisschen Spaß! Ja, wie das ein Netrunner ist, ey. Wie viel halten die denn aus hier, ey? Lebt immer noch. Okay, da greift wieder einer von hinten kommen. Aber nicht mit uns. Was ist es? Ja. Hey, lass mir auch noch was übrig. Ach komm, hör auf. Noch genug übrig. Ja, komm, also jetzt. Was willst du jetzt hier noch lang rumgammeln? So.
Ja, ich auch. Mitgekriegt. Mal heilen. Boah, das Nachladen, ne, das dauert halt immer so lange. Bleib in Deckung. Ich bleib in Deckung. Jetzt bleib da mal stehen, ey. Nicht entdecken. Wo wir sind. Grayson. Ja. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Was? Malorian 3516. Eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Der hier oder was? Du kommst hier nicht lebend raus. Nimm die Waffe. Komm doch her. Gib mir die Waffe. Wo ist sie denn? Ich glaube, die gehört dir nicht. Grayson. Wir haben Johnnys Waffe! Rogue? Sind wir zwar nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Ich an deiner Stelle würde reden. Die Wunde sieht schrecklich aus. Und ich sehe niemanden, der dir helfen könnte. Ich rede doch gern mit dir. Hast du dich nie gefragt, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Was labert der da? Der will dich nur verwirren. Meint, er kann sich aus der Sache rauswinden. Wo ist Smasher jetzt? Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße. Allerdings, so weit hoch kommt ihr nie im Leben. Ihr kommt nicht an ihn ran. Aber macht euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du Wichser, wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte. Er vertraut mir nicht. Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tue ich nicht. Sondern für Silverhand und was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller. Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silberkopf. Das reicht. Mach den Fucker fertig. Erledigen wir das endlich. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand, den magst du doch, oder? Hab da noch was. Silberarm? Oh, was hast du denn? Soll ich ihn umlegen? Verdient hat er's. Ja. Ich meine, tu, was du für richtig hältst. Smasher hat was, das mal Johnny gehörte. Du kannst es haben, aber lass mich leben.
Das wäre? Wie kommt Smasher an Johnnys Zeug? Hat gesagt, Saburo Arasaka hat befohlen, die Leiche und all sein Zeug zu entsorgen. Hat alles verkauft, bis auf die Malorien und das andere. Heute ist ein Glückstag. Wirst du etwa weich wie? Das, was ich meinte. Nee, der hat irgendwas. In dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm. Sehr gern. Jetzt bin ich mal gespannt. Gott verdammt. Das ist ein Schlüssel. Oh. Das ist kein Zugangskarte, das ist ein Schlüssel. Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Keine Spur. Kein Nichts. Fuck weh. Sag ihr. Für Johnny ist das mehr als ein uralter Groll. Ach ja. Was denn sonst? Es geht um dich. Er wollte das mit dir durchziehen. Um mich aufzuheitern? Hat nicht geklappt. Smasher... Oh, fuck! Du verstehst es nicht. Es geht nicht um Smasher. Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Ja. Ich bin weg, wie? Dann ciao. Lass sie einfach, wie. Hat er noch was? Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich suche die Steuertafel. Gefunden. Knapp daneben ist auch vorbei fast, ne? Senk den Kran. Jetzt bin ich echt gespannt, was da noch drin ist. Wir haben auf jeden Fall schon diese Knarre. Die gucken wir uns erstmal ganz schnell an. 360 legendär, ne? Gut, die hat 548 Schaden. Aber. Hallo. Und die kannst du noch Mods reinhauen. Die wir leider gerade nicht haben. Was hat die hier so für Mods? Erhöht den Schaden um 5. Kann ich die nicht irgendwie wegmachen? Nee, kann man nicht. Schade. Mach mal. Hier will ich Johnnys Knarre haben. Da haben wir bloß dieses eine, ne? Schade. Benutze jetzt trotzdem erstmal. Wow. Wow. So, einschalten. Da ist es. Ob das eine gute Idee ist. Gut. Geklärt, ne? Ja, sehr gut. Fuck! Ich glaube, ich weiß, was das ist. Was denn? Was? Irgendwo ist noch einer, alles da. Jetzt bin ich mal gespannt. Karte benutzen. Mal sehen, was wir hier haben. Schnell die Waffe wegstecken. Ein Auto! Nimm die Plane runter. Ne, aber Siggi! Okay. Mein Auto. Spring rein. Johnnys Porsche? An Steuer. Wie geil ist das denn? Fahrzeug gekauft, es ist unser! 911er, 2,930 Turbo. Wie geil ist das denn? Wir haben Johnnys Auto. Wir haben Johnnys. Wir haben Johnnys Pistole. Und Johnnys okay. Porsche. Guck mal, da hinten steht auch noch Samurai drauf. Da steht auch richtig Porsche drauf, ne? Oh, ich wollte vor dem Tor. Was wird denn das? Wusste gar nicht, dass das zwischen dir und Hulk so ernst war. Mach das. Tod ernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer krepiert. Wie überaus romantisch. Jetzt war mir zu langsam und komm nicht mehr raus hier, oder was?
Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Musik in meinem Fall. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Komm schon raus, du feige Ratte! 850 Metern. Ja, würde ich ja gerne machen, aber wir kommen hier gar nicht raus. Na gut. Da gibt es nur ein... Du bist hier! Ich weiß es! Der Stacheldraht hält uns fern, ne? Dass wir da nicht drüber kommen. Oh, ist das blöd. Wir waren zu langsam. Und jetzt wird in der Ecke gekracht. Wie blöd ist das denn? Jetzt brauchen wir einen anderen Weg, ne? Das kann aber auch nur uns passieren. Das kann aber auch nur uns passieren, ey. Wir können nur von vorne raus jetzt. Und dann den Porsche holen. Er ist ja jetzt unserer. Den können wir ja jetzt jederzeit rufen. Hier noch ein paar Sachen liegen sogar hier noch rum. Sogar an Steuer. Das ist aber nett. Fahrzeug gekauft! Ich finde dich, du Ficker. Schnurrt wie eine Katze. Oh Gott, da steht Samurai drauf. Auch Porsche, okay. Ne? Jetzt würde ich gern wissen, wo die Wichser mich abgeladen haben. Stimmt, da gibt es ja noch den Silberarm. Was macht sie? Was macht sie? Oh mein Gott, guckt ihn euch an. Wusste gar nicht, was das zwischen dir und Porsche war. Tod ernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer krepiert. Wie überaus romantisch. Klingt jedenfalls nach dir. Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Musik in meinem Fall. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Wir backen gerade unter da. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Okay, wir müssen wieder raus. Tut mir leid, geht nicht anders. Der Porsche hat. Oh, gerade so aufgehalten, ne? Der Porsche hat sich gerade unter die Leitplanke gefräst. So, warte. Wir rufen hier den Porsche jetzt zu uns. Wo ist er denn? Da ist er. So. Johnny ist natürlich jetzt weg. Ging jetzt aber leider nicht anders. Aber jetzt haben wir richtig viel von Johnny. Wir haben die nachgemachte Samurai-Jacke von Johnny. Wir haben Johnnys Pistole und Johnnys 911er Turbo Porsche. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch noch seine Silberhand. Beziehungsweise Silberarm, ne? Wie geil ist das denn? Vor lauter Freude gerade wieder nicht auf die Karte geguckt. Wir müssen hier lang. Nicht mehr weit. Wie geil ist das denn? Jetzt holen wir quasi Johnny seine Sachen, ey. Und da gibt es auch noch eine Tarotkarte. Kann gar nicht glauben, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Das ist es also. Hier ist absolut nichts. Wir sind ja auch Buddeln. Was hast du erwartet? Grabstein? Blumen? Nein. Weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Irgendwas. Du willst leere symbolische Gesten? Scheinbar schon. Dachte, ich würde eine Art Ende fühlen. Als würde ich den alten Silverhand verabschieden.
und den Neuen begrüßen. Und was fühlst du? Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich noch ein Mikoshi. Dann mache ich das eben. Johnny Silverhand 2023. Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab? Was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Rastloser Rockerboy, Legende von der City, Terrorist und Riesenarschloch. Der Typ, der mir das Leben gerettet hat. Legende von alles okay? Night City. Klingt gut. Aber was heißt das schon? Was habe ich denn erreicht? Pickelgesicht einen Chip in Händen entgegenzuschmettern? Du hast den Kids Hoffnung gegeben, dass Geld nicht alles kaufen kann. Ich weiß noch, was ich auf der Bühne dachte. Wenn jeder für seine Ideale stirbt, ist es das wert. Aber wenn ich dich so ansehe... Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. War nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Anfangs warst du echt ein Riesenarsch. Hattest es wohl verdient. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts um Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue? Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät, zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Das bist du doch längst. Auch wieder wahr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, V. Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Ich würde die Silberarm haben, Silverhand. Echt schon wieder jetzt? Das war's? Hier soll es doch Silverhands. Wie soll ein Graben, hieß es doch. Blisting Love. Rufe und lade sie auf ein Tit-Ei. Oh Gott. Oh Gott. Echt jetzt? Ja, das machen wir mal, Johnny zuliebe. Ich guck bloß hier noch ein bisschen rum. Aber hier soll es doch die... Hat der Typ gesagt zumindest, ne? Frage mich zwar, wie wir das dann nutzen sollten, aber... Das wäre natürlich cool, wenn man sowas hätte, ne?
Aber hier sieht man halt nichts, gar nichts. Das ist ja das Traurige. Aber ich guck mal noch ganz kurz rum. Gibt's, warte mal, wo ist denn der Turm hin? Guck mal, erstmal da ist noch ein Splitter. Splitter ist natürlich jetzt nicht das, was wir eigentlich wollten. Das ist richtig, aber... Ich habe gerade noch einen Turm gesehen, den dicken Fetten hier. Da, das hat man jetzt schon gefunden, ne? So, pass auf. Kann ich hier hoch, zufällig? Jawohl. Und gucken wir mal ab von hier oben. Guck mal, noch einen Splitter. Einfach auf hier runter, vielleicht sehen wir ja noch irgendwas. Warum sollte der Typ den Hinweis geben, dass wenn man hier tief genug buddelt, dass man Silver Hands Hand noch findet? Das ist so der kleine Widerspruch, den ich gerade habe. Was ist das denn hier? Das ist aber auch einer gemütlich gemacht, hä? Mit Gitarre und so? Die, die, die. Wir wollen nicht sterben. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Irgendwas scannen? Nee. Nichts. Da ist noch ein Splitter. Auch keine Anzeichen, irgendwas, dass man hier buddeln kann, beziehungsweise hier finden kann. Was? Seltsam? Seltsames Graffiti, alles klar. Schade. Such mal hier, ohne runterzufallen. Ne. Leider nicht. Schade, 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 schade. Da haben wir vielleicht irgendwas schon aufgenommen. Wir können mal ganz kurz im Inventar gucken. So, machen wir mal hier alles. Nicht, dass wir irgendwas schon nebenbei aufgenommen haben. Was wir wieder mal nicht realisiert haben, ne? Was ist das? Evelyns Handtasche. Okay. So, dann haben wir Evelyn. Ach du Kacke, was haben wir denn alles einstecken? Was ist das? Okay, der Laptop. Zielrohre. Sonstiges, gewöhnlich, steht nichts drauf, aber das sieht doch aus wie. Halten, zerlegen, fallen lassen. Wie Johnny Silverhands Hand, oder? Kann leider nichts auswählen. Lass mal fallen. So. Nehmen. Kann man sich das irgendwie anziehen? Also wir scheinen den Arm gefunden zu haben. Das finde ich natürlich gleich mal wieder nicht. Aber kann man sich den irgendwie anziehen? Da, neu. Ausgerüstet. Tatsächlich, ne? Seht ihr's? Wir haben Johnny Silverhands Hand ausgerüstet. Ich will nur die Fäuste haben. Gib mir mal die Fäuste. Da. Wir haben jetzt Johnny Silverhands Hand. Wie geil ist das denn? Das feiere ich ja mal mega. Da sieht man den Arm. Schade, dass man sich hier drinnen nicht sieht, wenn man hier reingeht, ne? Das sieht ja alles normal aus. Aber so sieht man's. Wie geil ist das denn? Das feiere ich mal richtig.